Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich habe mal wieder ein neues Unboxing für euch. Da mein Unboxing der PlayStation 4 ja etwas missglückt ist, weil mir die Cam abgekackt ist und die Aufnahme scheiße war und so. Und mein bester Freund sich gestern was gekauft hat. Ich gedacht, Mensch, das ist die passende Möglichkeit, das mal nachzuholen. Ich pack das mal so aus. Oh Gott. Und zwar hat er sich beim Mediamarkt ein Bundle gekauft und ein Spiel. Oder beziehungsweise Weihnachtsgeschenk. Sein Weihnachtsgeschenk. Das ist einmal, oh, seht ihr scheiße, so, die weiße PlayStation 4 plus einem zweiten Controller. Und The Evil Within hat er sich geholt. Für 49 Euro, was ein guter Preis ist. So. Und ich würde jetzt sagen, wir packen das jetzt einfach mal aus. Ich muss erst mal gucken, wo ich jetzt hier mein Messer wieder hingeklatscht habe. Das, was immer hier gelegen hat, liegt natürlich jetzt nicht hier. Klasse, ganz großes Kino. Ey, wo ist denn mein Messer hin? Ich habe doch immer mein Unboxing-Messer, das hat immer hier gelegen. Toll. Mein Unboxing-Messer ist weg. Warum ist mein Unboxing-Messer weg? Meine Tochter hat bestimmt wieder aufgeräumt, hat gedacht, das muss weg. Gut, dann muss ich hier mal kurz unterbrechen, Leute. Ich muss mal schnell das Unboxing-Messer holen. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe das Unboxing-Messer. Und wie gesagt, wir werden auch beide auspacken. Den Müll werde ich natürlich hier schön verpacken. Zahlt ja nicht seine Müllkosten, den kann er schön mitnehmen. Der grinst hier nur, der möchte sich leider nicht zeigen. Ich habe gefragt, ob er sich zeigen will. Nee, will er nicht. Aber ich finde schon mal klasse, dass er das für uns macht, beziehungsweise für mich macht, dass ich euch hier mal so ein Unboxing von einer weißen PlayStation zeigen kann. Ich habe es ja leider noch nicht gesehen. Ich habe es ja auch nur in Videoform gesehen. Warte mal, jetzt interessiert mich aber erstmal, wo die herkommt. Weil das muss ja, warte mal, wo stand denn das drauf? Das stand, dass die weiße, hier steht die Nummer, hier stand das, aber eigentlich stand auch irgendwo drauf, wo die herkommt. Made in bla bla. Weil da gab es ja damals die Probleme mit den Made in China Dingern. Steht hier nicht, muss vielleicht auf dem anderen Karton stehen. Obwohl meine schwarze auch Made in China ist und ich keine Probleme hatte. So, wir fangen aber erstmal an, richtig den Karton uns zu begutachten. Ist im Prinzip der gleiche Karton, wie wir ihn von der PS4 in schwarz kennen. Bloß, dass halt die weiße PlayStation abgebildet ist. Und hinten halt die neueren Spiele drauf sind. Bei mir sind natürlich noch ältere Spiele drauf gewesen. Hier finden wir halt Destiny, Watch Dogs, was ist das? Elder Scroll und 1846, wie das Ding heißt. 1886. 1886, wo ich auch sehr heiß drauf bin. Ich bin kein Shooter-Spieler, aber das irgendwie fesselt mich das schon. Hier unten ist die PlayStation-App angebildet mit Cold. Hier ist noch ein schwarzer Controller drauf. Die PS Vita, das Headset. Und dass man DVDs gucken kann. PlayStation Plus, hier ist wohl, glaube ich, auch, ja, scheint wohl auch eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft mit bei zu sein. Aber jetzt packen wir das mal ganz einfach aus. Wir machen hier einfach, hier oben brauchen wir einfach nur aufziehen. Der klappt sich dann so ein bisschen auseinander. Dann haben wir hier so einen Henkel. Und da ziehen wir eigentlich dran und dann sollte sich das lösen, eigentlich. Uneigentlich natürlich nicht. Jetzt aber. So. Ah. Bitteschön.
So, und hier müsste das, glaube ich, draufstehen. Ne, hier steht nur EU8. Die Seriennummer steht drauf. EU. Kannst du mir mal eine Lesebrille geben? Ich möchte sagen, es stand nämlich auch irgendwo auf dem Karton drauf, wo die herkommt. Hier steht es in Kyrillisch und alles möglich drauf, dass es die PlayStation 4 ist. Ja. Das ist ein stinknormaler weißer Karton, so wie bei mir auch. So. Jetzt gucken wir mal, wie war das hier am besten? Wo waren das hier? Überleg gerade, wo das hier am besten aufging. Ach so, ja, hier oben. So. Werdet natürlich gleich mit ihm alles auch einstellen noch. Bin am überlegen, ob ich da vielleicht auch noch Videos mache. Hier 30 Tage hat er jetzt gratis Musik Unlimited. Den Code werde ich jetzt natürlich nicht zeigen. So, was haben wir hier noch? Highspeed ins nächste Level. Jetzt sichern 2 Jahre PlayStation Plus Mitgliedschaft für nur 1 Euro. Achso, wenn man jetzt bei der Telekom hingeht, kriegt man PlayStation Plus Mitgliedschaft für 1 Euro für ein Jahr. Ist ja auch klasse. So, dann haben wir die obligatorischen Hefte. Was uns eigentlich überhaupt nicht interessiert. Der Controller. Sieht jetzt ein bisschen grau und nicht weiß aus, aber okay. Ich packe erstmal jetzt wieder alles aus und dann gucken wir uns das ganz genau an. Aber da ich ihm das ja sowieso einrichten soll und muss, mache ich das auch in Videoform. Weil dann können wir gleich mal gucken, was für eine Software drauf ist und dann können wir gleich mal so die ersten Schritte PlayStation 4 mit der neuen Software machen. Dann brauche ich meine nicht zurücksetzen. Dann passt das schon mal recht gut. So. Hier hast du einen leeren Karton. Dies soll weiß sein. Ist weiß. Also steht auf dem Karton auch drauf. Irgendwo musst du gucken, da vorne irgendwo steht. Und auf dem steht es auch weiß drauf. Finde aber auch eher, dass das Silber anstatt weiß aussieht. Muss ich jetzt mal hier stehen. Ach, so. Nicht weiß. Jetzt sieht sie wieder weiß aus. Mach die Hülle. So. Und da haben wir das gute Stück. Ist im Prinzip das gleiche wie bei der schwarzen, bloß in weiß. Oben befindet sich der Klavierlack, unten das Matte. Ist das auch matt? Ja, ist auch matt. Sieht ja schon im Vergleich zur PS4 in schwarz, die sich hier oben befindet. Wenn wir eine Box hier runterstellen. Ja, sieht schon irgendwie cool aus in weiß. Blauen Streifen. Mein Streifen ist auch blau. Da kommt zu Geld und du Vogel, du. Ja, also, wenn wir sie jetzt mal so nebeneinander stellen. Sehen beide geil aus, aber irgendwie das Weiße hat optisch so ein... Ja, irgendwie so ein Hingucker, wa? Echt? Und hat nicht jeder. Ja, da kam ja jetzt auch diese 20 Jahre Edition raus, wo viele sagen, die ist nur grau. Die ist nicht nur grau. Muss ich mich mal so machen, so dass er mich sieht. Die 20 Jahre Edition. Da werde ich euch mal hier zeigen. Hier oben ist Klavierlack. Hier ist es matt. Bei der 20 Jahre Edition befindet sich das silberne PlayStation Icon, was sich da oben befindet, ist wieder in Farbe. Und das, was hier bei uns matt ist, ist bei der 20 Jahre Edition, also außer dass wir hier unten noch einen Aufkleber 20 Jahre haben, sind denn die ganzen PlayStation-Icons drauf.
X, Dreieck, Kreis und Viereck und dann halt noch eine 2. Also sind die PlayStation-Tasten drauf. Dreieck, wenn ich richtig geguckt habe, waren es Dreieck, X, Viereck, 2, Kreis für die 20 Jahre halt. Und so ist es halt auf der ganzen matten Seite praktisch gemacht. Genau wie bei dem PlayStation 4 Controller. Das Touchfeld, das ist da, sind auch diese Icons aufgraviert, ich weiß es nicht. Wir werden mal weitermachen. Ja, hat eigentlich doch einen sehr edlen Touch, muss ich sagen. Meine schwarze ist aber auch schön, weil ich habe die Lounge-Konsole. So, auch hinten. Ja, ist fast alles weiß, außer halt hier in der Mitte. Innen drinnen sieht man halt noch schwarz. Ist ein kleiner Hinkieker, also... Da hätte ich das geiler gefunden, wenn das hinten auch alle komplett weiß gewesen wäre und nur die Anschlüsse beibehalten wären, aber das andere auch alles weiß gemacht, dass er wirklich komplett weiß ist. Hätte ich jetzt ein Stück geiler gefunden. Aber es scheint wohl echt nur das Gehäuse zu sein, was sie eingefärbt haben oder was sie halt in weiß gemacht haben. So, mal kicken. So. Sieht genauso aus wie bei mir. Ja, ist eigentlich nur ein weißes Plastikgehäuse. Und sonst ist die komplette PlayStation drunter. Also ich denke mal, wenn ich mir das so angucke, kann man auch mit ein paar Schrauben hier alles lösen. Wird es früher oder später auch Austauschhöhlen geben. So wie bei der PlayStation 3, da gab es ja auch bei der Fat Lady diese transparenten Höhlen. Und ja, ich denke mal, das werden sie hier auch früher oder später machen. Sobald einer mal die Maße, sich das Ding auseinandergebaut hat und die Maße aufgeschrieben hat, wird es das natürlich auch geben. Ich finde aber, hier kommt das ein bisschen geiler rüber mit dem PS4-Logo, also mit der PS4-Schrift. Ja, die fällt hier definitiv besser auf. Na, das Sony-Logo, seht ihr ja, das ist grau, das sieht kaum. Wenn ich mir das dann so angucke zur PS4, vier in schwarz. Ich werde es euch nochmal zeigen. Wenn ich mir das jetzt angucke, hier ist mein Aufdruck. Gut, meine ist jetzt ein bisschen dreckig. Und hier ist der von der weißen. Also auf der weißen sieht man also ist ja kein Aufdruck, das ist ja richtig ringraviert, sieht man extrem geil, wobei bei der schwarzen so gut wie gar nicht auffällt. Wenn man jetzt so direkt drauf guckt. Gut, ich werde mal gucken, wenn ich das zoome, vielleicht seht ihr das ja. So, muss ich ein bisschen fokussieren. Ja, jetzt in der Videoaufnahme sieht man das in der schwarzen PlayStation auch sehr gut eigentlich. Aber wenn man wirklich davor steht, sieht man es nicht so gut wie jetzt im Video. Hier sieht man richtig gut. Also finde ich geiler. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass Sony das vielleicht weiß macht. Ja? Und der silberne kommt hier schön zur Geltung. Der silberne Sony-Aufdruck, der kommt bei weiß richtig schön raus. Und hier bei mir ist es so ein dunkelgrau, ist nicht schön silber. Den sieht man kaum. Also, achso, jetzt seht ihr kaum. So, da oben. Also, da finde ich hier den Unterschied zur weißen und zur schwarzen schon sehr gravierend. Hier hätte ich mir gewünscht, dass es auch bei der schwarzen richtig schön silber ist. Und hier vielleicht noch ein Stück silberner. So wie das PlayStation-Logo an der Seite und hier das Logo bei der schwarzen vielleicht in weiß und bei der weißen in schwarz, also in das, was innen drin, da das ein bisschen kräftiger, ein bisschen mehr rauskommt, ein bisschen, ja, also das hätte ich mir jetzt gewünscht. Aber naja, nichtsdestotrotz machen wir mal weiter. Was wir hier noch Schönes haben. Ja, wir haben wieder das Headset. Ich finde es absolut... Also weiß ich nicht, was Sony sich damit... Nee, also... Da hätte Sony definitiv ein besseres Headset mitliefern können. Ich bin immer noch der Meinung, wie beim ersten Mal, wo ich meine ausgepackt habe, ich finde das hier minderwertig verarbeitet. Ja, es sieht zwar fest aus, aber hier oben so locker. Wie so ein Lämmerschwanz, also... Also vom Headset bin ich überhaupt nicht begeistert. Nicht, dass es Mono-Headset ist, es ist, ja, es sitzt nicht richtig gut im Ohr, es hat keinen guten Klang und, nee,
Nee. Finde ich nicht schön. Aber ihr könnt auch ein vom Apple könnt ihr auch nehmen, die in ihr Dinger, wie die von, oder wie die heißen von Apple. Die könnt ihr auch am PlayStation 4 Controller anschließen. Die von Samsung habe ich noch nicht getestet. Aber müsste eigentlich auch gehen, weil die auch drei Dings haben. Vierpolig sind. Dann haben wir den ganz normalen Stromkabel. Der unterscheidet sich auch nicht von meinem Stromkabel. Dann haben wir noch einen kurzen Ladekabel für den Controller, die auch irgendwie immer kürzer werden. Weil beim... Ihr könnt auch nicht den von der PS3 benutzen, weil Sony hier auf die Makro-USB oder so heißen die setzt. Da seht ihr, das sind die gleichen... Was? Mikro, genau. Ihr habt ja Mini und Mikro. Mikro setzt, vorher war es Mini und jetzt ist es Mikro, ist praktisch das gleiche wie an eurem Samsung Galaxy oder so. Ja, und dann haben wir hier noch ein HDMI-Kabel. Das werde ich jetzt alles nicht auspacken, das sind ganz normale Standardsachen. Die werden wir aber gleich brauchen. Den Stromkabel brauchen wir, den Makro brauchen wir nicht, Headset brauchen wir auch nicht. Du kannst ja schon mal in deinen Karton packen. Aber Stromkabel brauchen wir. Wir werden das Teil nämlich gleich anschließen. Ich werde auch mein HDMI-Kabel benutzen. Und dann würde ich sagen, doch, ich nehme das einfach mal komplett auf mit euch. Die einrichten. Ich bin mal gespannt, welches Software-Version drauf ist. Wir werden das Ding gleich updaten, dann auch, falls nicht aktuell ist. Und dann geht's los. Ich will aber noch den Controller euch zeigen. Wir werden auch noch ein Unboxing machen, werde ich vom DualShock 4 Controller einzeln. Ja. Ja, oben ist weiß. Hier ist grau. Hoppala. Hier ist, ja, der hält schon nicht kaputt, der hält was aus. Hier ist grau. Hier ist Klavierlack. Ist das bei mir auch Klavierlack? Weiß ich gar nicht. Also hier sieht man eindeutig, dass es spiegelt. Die Tasten, vorne sind sie matt. Ja, aber unten noch nicht. Deine sind vorne auch matt, aber unten weiß ich nicht, ob meine matt sind. Hier haben wir mein Controller her, mein schwarzen da oben. Da müssen wir gleich mal nachgucken hier. Auch die Knöpfe sind matt, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob meine matt sind. Da halten wir mal jetzt den normalen. Ja, meine sind auch matt. Und jetzt gucke ich mal hin. Doch, meine sind auch Klavierlack hier. Okay, aber so unterscheidet er sich jetzt nicht. Eigentlich gar nicht vom schwarzen. Ich habe jetzt nur die Nippel oben drauf. Bei mir ist oben schwarz, hier ist halt weiß. Unten ist auch schwarz, hier ist grau. Ja, hier ist es... Ich weiß es nicht, das sieht schwarz aus, ist aber ein helleres Schwarz. Und hier ist halt ein dunkleres Weiß, also. Aber so eigentlich keine Unterschiede. Ich habe jetzt gedacht, dass sie vielleicht den PlayStation-Knopf noch in Weiß machen oder, also in Weiß mit einem schwarzen Sony-Logo. Aber ist leider der normale Knopf. Ich hätte jetzt einen geilen Gimmick gefunden. Ja klar, so sieht es auch gut aus, aber ich hätte einen geilen Gimmick gefunden, wenn der Knopf jetzt weiß wäre und ein schwarzes Sony-Logo, weil hier ist ja Controller schwarz, Knopf schwarz, weißes Logo und hier mal andersrum, wäre vielleicht noch ein kleines Gimmick gewesen, aber okay, die Lightbar sieht, ja gut, meine kann man jetzt nicht sehen, weil meine ist abgeklebt, aber soweit ich mich erinnern kann, sah meine genauso aus, vielleicht nicht ganz so rau, aber ist nicht rau, ist glatt. Reset-Knopf hat er auch. Ja, ist eigentlich alles wie bei mir. Würde ich jetzt so sagen. Hoppala. Entschuldigung, Leute. Es wackelt hier die Cam hier, aber leck mich doch. So. Und ich würde sagen, das war unser Unboxing jetzt von der PlayStation 4 in Weiß. Sie sieht wirklich edler aus und ist eigentlich nicht besser verarbeitet als die PlayStation 4 in Schwarz. Ist genau das gleiche Modell, bloß in Weiß. Aber
durch die Farbkombination, durch das weiße Klavierlack oben und das matte unten und das schöne silberne Logo, was hier ein bisschen besser rüberkommt als an der schwarzen. An der schwarzen sieht es auch geil aus, aber das ganze Zusammenspiel wirkt hier etwas edler, hochwertiger, obwohl es genauso top verarbeitet ist. Ich habe mit meiner PlayStation 4 noch keine Probleme gehabt. Wirkt die weiße doch wesentlich edler anzusehen als die schwarze. Klingt traurig, ist aber leider so. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich mir vielleicht doch noch eine weiße hole. Oder die graue 20 Jahre Edition. Falls die überhaupt nach Deutschland kommt. Aber naja, okay. Das soll soweit für das Unboxing gewesen sein von der PlayStation 4. Wir packen jetzt auch gleich einfach mal nur noch so einen Controller aus, gucken mal, was da drin ist und gucken mal, wie lang der Kabel ist, falls da überhaupt einer mit ist. Vielleicht ist Sony so geizig und sagt sie, pff, Kabel? Wozu? Hat doch eine PlayStation 4, hat doch ein Kabel. Ist ja alle zuzutrauen. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im nächsten Unboxing, wer Bock hat. Und dann gucken wir uns mal den Controller an, was da so drin ist. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.